Sie ist die einzige Frau auf Habsburgs Thron. Sie regiert ein Vielvölkerreich und führt Kriege gegen die Mächtigen Europas. Ich habe weder Geld noch Truppen. Sie liebt ihre 16 Kinder und verheiratet sie dennoch ohne Skrupel. Neu entdeckte Briefe zeigen, wie sie wirklich war. Maria Theresia, Österreichs große Herrscherin, jetzt in ZDF History. Wien, 1770. Die Kaiserin verabschiedet ihre Tochter Marie Antoinette. Au revoir. Gott schütze sie. Bitte, Majestät. Bitte lassen Sie mich nicht gehen. Bitte. Sie werden sich nie wiedersehen. Maria Theresia will ihre Tochter mit dem französischen Thronfolger vermählen. Damit will sie Frankreich an sich binden, der Höhepunkt ihrer ehrgeizigen Heiratspolitik. Es muss für sie furchtbar traurig gewesen sein, wie sie ihre Kinder der Reihe nach alle verabschieden musste. Jeder Mensch, der Kinder hat, weiß, wie schwierig es ist, wenn die Kinder nur weggehen zum Studieren. Und da war es einfach ein Leben, was sie woanders verbracht haben. Maria Theresia wächst in der Wiener Hofburg auf, frei und unbeschwert. Mit 19 heiratet sie ihre große Liebe, den standesgemäßen, aber wenig bedeutenden Franz Stephan von Lothringen. Ein Schatten fällt auf das junge Glück, als ihr Vater 1740 stirbt. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Herrscher Österreichs hat keinen Sohn. Nun soll Maria Theresia regieren, mit gerade 23 Jahren. Eine Frau unter den Mächtigen Europas? Der Kaiser war weg, somit war auch die männliche Macht weg. Und die weibliche Macht war schlicht und einfach nicht vorstellbar oder nicht existent. Preußen nutzt als erstes die Chance und besetzt Schlesien, eine der reichsten Provinzen der Habsburger. Für den jungen Preußenkönig Friedrich II. Eine leichte Beute von hohem Wert. Maria Theresia hat dem dreisten Raub zunächst nichts entgegenzusetzen. Der Beginn einer lebenslangen Feindschaft. Friedrich II. Gilt als der Erzfeind Maria Theresias, aber wir dürfen nicht vergessen, dass also auch die anderen Fürsten dieser Zeit sehr wohl erkannt haben, dass sie also jetzt entweder ihre Territorien abrunden könnten auf Kosten Habsburgs oder sich eben irgendwelche anderen Ressourcen holen könnten. Seit Jahrhunderten ringen zwei Großmächte um die Vorherrschaft in Mitteleuropa. Das Haus Österreich und Frankreich, unterstützt von ihren Verbündeten. Mit dem Vorstoß Preußens gibt es plötzlich einen neuen politischen Player. Eine massive Bedrohung für die junge Maria Theresia, die ihr Erbe um jeden Preis verteidigen will. 4 Jahre lang kämpfen Friedrichs Truppen gegen die Armee der Erzherzogin. Jetzt zeigt sich die militärische Überlegenheit der Preußen. Doch die Österreicher lernen dazu. Und so wechselt das Kriegsglück von Schlacht zu Schlacht. Friedrichs Überfall auf Schlesien motiviert die Bayern und ihre französischen Verbündeten, ihm nachzueifern. Der bayerische Kurfürst marschiert in Österreich und Böhmen ein und macht Ansprüche auf die Kaiserkrone geltend. Herbst 1741, Ausnahmezustand in Wien. Der österreichische Oberbefehlshaber Khevenhüller muss Maria Theresia und ihrem Ehemann Franz Stephan von der aussichtslosen Lage berichten. Eure Majestät, die Franzosen und Bayern sind bereits in Linz. Unsere Oberösterreicher huldigen dem Kurfürsten. Und? Vom Preußenkönig? Irgendeine Neuigkeit? Er bleibt dabei, dass er ein Anrecht auf Schlesien hat. Ich habe nicht die Absicht, meine Regierung mit der Zerstückelung meiner Staaten zu beginnen. Getreuer Khevenhüller, was sieht er? Majestät? Eine verlassene Königin mit ihrem männlichen Erben.
Was von unseren Ländereien soll denn für unseren Thronfolger übrig bleiben? Aber Majestät, bitte. Ich gelobe, wir werden unser Allerbestes tun. Er kann gehen. Ich danke. Hilfe kommt von den Ungarn, die Maria Theresia in Pressburg zur Königin krönen. Sie appelliert an die Ehre des ungarischen Adels. Mit Erfolg. Von ihm erhält sie Geld und 20.000 Soldaten für den Kampf gegen die feindlichen Truppen. Die Feuertaufe für das diplomatische Geschick der Habsburgerin. Quand elle va se faire couronner. Als sie sich zur Königin von Ungarn krönen lässt, ist die erste Hälfte des Tages der Krönungszeremonie in der Kirche gewidmet. Sie erscheint in ihrer ganzen Weiblichkeit, trägt ein prunkvolles Kleid, die Krone, den Schmuck, alles, was eine Frau, wie soll ich sagen, verführerisch macht. Aber noch am Nachmittag desselben Tages ist Maria Theresia gezwungen, ein extrem männliches Ritual auszuführen. Sie muss im Galopp einen Berg hinaufreiten und mit ihrem Schwert in die vier Himmelsrichtungen deuten, als Zeichen dafür, dass sie ganz Ungarn beschützen wird. Nach der Krone Ungarns erobert Maria Theresia auch die Krone Böhmens zurück. Ein bedeutendes Symbol ihrer Macht, über das sie später belustigt schreibt. Ich habe selber aufgehabt, ist schwerer als die von Pressburg. Sie hat einem Narrenhäube gleich. Die Krönung findet 1743 im Prager Veitsdom statt. Ein triumphaler Akt. Schließlich hatte der bayerische Kurfürst noch kurz zuvor Böhmen besetzt und sich als böhmischem König huldigen lassen. Als die Maria Theresia den Thron bestieg, gesagt, sind sie alle über sie hergefallen. Und innerhalb von 3 Jahren hat sie geschafft, sich wirklich Anerkennung in ganz Europa zu erreichen. Und das zeigt, dass sie eine fabelhafte Politikerin und Diplomatin war, die es einfach geschafft hat, die Einstellung von allen anderen Ländern in Europa umzudrehen. Und das finde ich irgendwie schon bewundernswert. 1745 stirbt der bayerische Kurfürst unverhofft. Maria Theresias Chance, die Kaiserkrone zurückzuholen. Da sie als Frau nicht Kaiserin werden kann, überzeugt sie die Kurfürsten des Reiches, ihren Mann Franz Stephan zu wählen. Für die Historikerin Elfriede Iby ein taktisches Meisterwerk. Maria Theresia war aber das Heilige Römische Reich sehr wichtig, weil immerhin war die Kaiserwürde seit Jahrhunderten in der Familie Habsburg. Und das war auch den neuesten Forschungserkenntnissen zufolge wirklich eine große Leistung, ja, dass sie diese Würde wieder zurückgeholt hat. Zahlreiche Kupferstiche zeugen von der triumphalen Kaiserkrönung in Frankfurt am Main. Aus Franz Stephan von Lothringen wird Kaiser Franz I. Seine Frau Maria Theresia bleibt bewusst im Hintergrund. Um Kaiserin zu sein, brauchte man nur einen Kaiser zu heiraten. Sie wollte aber Franz Stephan im Mittelpunkt haben. Also sie wollte ihm auch die Bühne zur Repräsentation als römisch-deutscher Kaiser überlassen. Auf dem Rückweg nach Wien besucht das Paar seine Truppen. Mit der Kaiserwürde ist die Macht des Hauses Habsburg zwar wiederhergestellt, doch der Krieg geht weiter. Erst 1748 finden die Kämpfe ein Ende. Der Friede von Aachen schafft im europäischen Raum Friede nach wirklich 8 Jahren Verheerungen, Kämpfen. Es sind eigentlich alle europäischen Mächte am Ende, aber es sind genauso wie vorher die großen Player, die die Politik in Europa bestimmen. Frankreich, Habsburg, England, Niederlande, Spanien, es bleibt alles gleich. Ein großer Spieler im Konzert der europäischen Mächte kommt dazu und das ist Friedrich II. Mit Preußen-Brandenburg. Nachkriegsalltag im habsburgischen Vielvölkerreich.
Die Menschen sind verarmt, die jahrelangen Kämpfe haben ihren Tribut gefordert. Maria Theresia erkennt, dass sie ihre Länder dringend reformieren muss. Sie führt die allgemeine Schulpflicht ein und Steuern für alle Stände. Zudem modernisiert sie die Armee und das Beamtentum, der Grundstein für ihren späteren Erfolg. Sie ist in meinen Augen eine Praktikerin. Und in dem Moment, wo sie sieht oder wo man ihr nahebringt, also so geht das nicht, das funktioniert dort nicht, dann ist sie bereit, also etwas zu tun. Aber nicht jetzt aufgrund von aufklärerischem Gedankengut. Schloss Tratzberg in Tirol. Hier liegt ein historischer Schatz. 80 handgeschriebene, teils unveröffentlichte Briefe Maria Theresias an die Hofdame Sophie Enzenberg. Schlossherr Ulrich Göss Enzenberg ist ein direkter Nachfahre. Er bittet den französischen Historiker und Maria Theresia-Experten Professor Jean-Pierre Lavandier, den sensationellen Fund auszuwerten. Dankeschön. Für den Wissenschaftler ist der Nachlass von Sophie Enzenberg von unschätzbarem Wert. Zeigt er doch sehr persönliche, bisher unbekannte Seiten Maria Theresias. Sophie Enzenberg ist nur ein Jahr lang ihre Hofdame. Danach heiratet sie und zieht nach Tratzberg in Tirol. Doch die Freundschaft mit der Kaiserin besteht ein Leben lang, wie die zahlreichen Briefe beweisen. Der Briefwechsel mit Sophie Enzenberg ist einzigartig, schon aufgrund seiner enormen Länge. Er erstreckt sich über 27 Jahre. Abgesehen von den Briefen mit einigen ihrer Kinder haben wir kein anderes Beispiel einer solch langen Korrespondenz. Die Briefe sind in Französisch verfasst, der Sprache des Adels. Anhand der Briefe kann man sehr wohl vermuten, dass die Gräfin Enzenberg die Vertraute ihres Herzens war. Frankreich ist damals eine der reichsten und mächtigsten Monarchien Europas. Seit dem Mittelalter gelten die französischen Könige als die großen Gegenspieler der Habsburger. Versailles, die Residenz des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., ist Vorbild für die Höfe in ganz Europa, auch für den Wiener Hof. Man muss wissen, dass die gesamte europäische Aristokratie damals Französisch spricht. Versailles ist ein Anziehungspunkt für ganz Europa, aufgrund der enormen Pracht, die in Versailles herrscht. Man bewundert die französische Kultur, vor allem wegen ihres Luxus, aber auch wegen der Macht, die Frankreich zu diesem Zeitpunkt noch hat. Andererseits verbindet man mit Versailles auch eine gewisse Abscheu, denn es wird als ein sündhafter Ort angesehen, ein Ort von falsch verstandenen Freiheiten. Maria Theresia hat hingegen einen Hof, der im Vergleich zu Versailles auf gewisse Weise geradezu bürgerlich erscheint. Noch während des österreichischen Erbfolgekrieges lässt die Habsburgerin das Jagdschloss ihres Vaters Schönbrunn zur Sommerresidenz ausbauen. Ihr Hofstaat umfasst 1000 Personen. Er begleitet die Kaiserfamilie Jahr für Jahr im Sommer nach Schönbrunn. Mit glanzvollen Festen wird hier barocker Lebensstil zelebriert. Das lässt Maria Theresia sich einiges kosten, auch wenn man ihr später Sparsamkeit nachsagt. Das mit der Sparsamkeit ist ein Klischee. Denn die Quellen, also auch zeitgenössische Beschreibungen und das Wissen, dass es so viele Ausstattungsphasen gab und die wir jetzt bei den Restaurierungen auch freilegen und die zum Vorschein kommen, war sie alles andere als sparsam.
In Schönbrunn lebt es sich recht unkonventionell. Das sind die Zahlen aus den Bergbaugebieten. Und hier die aus Hollitsch und Sassig. Mon cher, Alter, merci bien. Geld kann unser Reich immer gebrauchen. So geht's nicht. Muss mich doch konzentrieren. Setzt euch bitte. Ich mag nicht! Aber Josef, er ist der Thronfolger. Niemand wird ihn später einmal fragen, ob er mag oder nicht. Ce qui la caractérise, c'est que ça a été une vraie mère. Was sie charakterisiert, ist, dass sie durch und durch Mutter war. Sie hat sich um die Gesundheit und die Bildung ihrer Kinder gekümmert. Sie schrieb den Erzieherinnen und Kinderfrauen bis ins Detail vor, was jedes einzelne Kind essen soll, wann die Kinder zum Gottesdienst müssen und so weiter. Bei all diesen Anweisungen berücksichtigte sie die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie kannte ihre Kinder alle sehr gut, auch ihre Schwächen. Meine liebe Enzenberg, ich bitte Sie, mir alle 3 Monate 24 Paar Handschuhe zu schicken. Aber die Haut darf nicht dicker sein, auch wenn ich dafür ein bisschen mehr zahlen muss. Mit 6 Kindern im Zimmer und dem Kaiser habe ich diesen Brief 4-mal schreiben müssen. Und man merkt es deutlich. Wenn man mich heutzutage fragt, welchen Politiker ich am meisten bewundere, sage ich immer die Kaiserin Maria Theresia, weil sie jetzt geschafft, einen Staat zu lenken und außerdem eine richtige Familienmutter zu sein. Ich meine, ich weiß es selber, ich habe nur ein Kind, aber auch das ist nicht ganz einfach immer, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber mit dann so viel mehr Kindern muss es ja noch viel mehr kompliziert sein. Die Historikerin Elfriede Iby hat die Familienporträts des Hofmalers Martin von Meitens in Schönbrunn analysiert. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe das berühmte Familienporträt von Martin von Meitens verglichen mit einer zweiten und einer dritten Fassung. Und zwar unterscheiden sich die Fassungen bei der Anzahl der Kinder. Und damit sind wir auch in der Lage, die jeweilige Fassung zu datieren. Das Familienbildnis war auch Teil davon, zu zeigen, hier gibt es Nachwuchs, hier gibt es Potenzial, hier gibt es Familie, hier gibt es Prinzessinnen und Prinzen, die man für die Heiratspolitik einsetzen kann. Und diese Gemälde wurden ja teilweise auch an europäische Höfe verschickt. So knüpft die Kaiserin Bande quer über den Kontinent. Um sich Schlesien zurückzuholen, fasst Maria Theresia einen kühnen Plan. Frankreich soll vom Feind zum Verbündeten werden. Dass sie damit ihre alten Bündnispartner vor den Kopf stößt, nimmt sie billigend in Kauf. Wenzel Anton Graf Kaunitz, ihr fähigster Diplomat, soll es richten. Die Umkehr der Bündnisse ist sicherlich das große Verdienst, wobei ich also sagen würde, Verdienst unter Anführungszeichen, des Hof- und Staatskanzlers Kaunitz. Er wird das 1753. Vorher war er 3 Jahre lang Botschafter in Frankreich. Und er hat angeblich da schon die Wege vorbereitet für eine Veränderung der habsburgischen Politik. Die neue Außenpolitik hat auch Gegner. Der Kaiser hasst die Franzosen, weil sie ihm Lothringen genommen haben. Mäuse. Ich habe gehört, meine liebe Gemahlin entsendet den Grafen Kaunitz nach Versailles. Schau,
La fenêtre, s'il vous plaît. Was ich für dich habe. Herr Mietz, du weißt, dass dein Plan wieder Krieg bringen wird. Für die Wiedergewinnung Schlesiens ist mir jedes Mittel recht. Du reichst genau jene Leute in die Hand, die meine Heimat Lothringen besetzt halten. Deine Heimat ist hier bei mir, mon cher. Und, was ist mit Kaunitz? Der Brief an ihn geht gleich heute ab. Längst ist die Aufgabenteilung des Kaiserpaares klar. Er macht Geschäfte, sie Politik. Der Brief muss morgen über die Grenze. Jawohl, Majestät. Ein Kurier soll den Brief nach Versailles bringen. Möglichst schnell und möglichst ungeöffnet. L'espionage était partout. Spionage gab es tatsächlich überall. Alle hatten ihre Spione. Briefe zu öffnen ist jedoch schon Spionage auf einem höheren Niveau. Denn Briefe waren versiegelt. Und man musste sie öffnen und wieder verschließen können. In Versailles am Hofe des französischen Königs zieht Graf Kaunitz heimlich seine Fäden. Exzellenz! Exzellenz, Post aus Wien. Hier, diese Briefe müssen ebenso schnell zurück zu Ihrer Majestät. Jawohl, Exzellenz. Der Diplomat soll Ludwig den 15. von den Plänen der Kaiserin überzeugen. Dafür muss er einen direkten Zugang zum französischen König finden. Die Mätresse Madame Pompadour will ihm helfen. Lassen Sie uns alleine. Wir müssen miteinander reden. In Versailles haben die Wände Uhren. Die Pompadour ist nicht einfach nur die Geliebte des Königs. Sie ist eine ebenso ehrgeizige wie einflussreiche Beraterin. Mit ihrer Hilfe hofft Kaunitz, das neue Bündnis schmieden zu können. Madame Pompadour hat Ludwig den 15. mit Sicherheit in seiner Entscheidung beeinflusst. Letztlich hat sie ihn von der Umkehr der Allianzen überzeugt. Es gibt einen persönlichen und man könnte fast sagen kleinlichen Grund dafür. Die Pompadour wollte sich am Preußenkönig Friedrich II. Rächen, weil er nicht aufhörte, sich abfällig über sie zu äußern. Die Annäherung der beiden Länder sorgt für Misstöne im Konzert der europäischen Mächte. Preußen, eigentlich Frankreichs Verbündeter, sieht sich umzingelt und paktiert mit Frankreichs Erzfeind England, das bislang auf Seiten Österreichs stand. Um 1756 unterzeichnen Frankreich und Österreich den neuen Bündnisvertrag. Er besiegelt die Umkehr der Allianzen. Und die bringt neuen Krieg. Ich bin geteilter Meinung, was die Umkehr der Allianzen betrifft. Auf der einen Seite war es eine äußerst gute Sache für den Wiener Hof. Frankreich hatte Maria Theresia eine Menge Geld gegeben und viele Soldaten geschickt, damit sie ihrem Gegner Friedrich die Stirn bieten konnte. Auf der anderen Seite war sie es, die den Krieg angezettelt hatte, auch wenn sie den Anschein erweckte, es sei Friedrich gewesen. Aber sie war es, die dafür sorgte, dass Friedrich den Krieg erklärte. Im Juni 1756 marschiert Friedrich II. In Sachsen ein. Wieder will er sein Territorium vergrößern. Es ist nur der Anfang eines siebenjährigen Krieges. England und Frankreich befinden sich da schon im Konflikt miteinander.
nicht in Europa, sondern in Amerika und Indien. Zum ersten Mal in der Geschichte steht die Welt in Flammen. England unterstützt Preußen, um die Franzosen im Kampf um die Kolonien zu schwächen. Frankreich, das an mehreren Fronten gleichzeitig kämpft, zahlt einen hohen Preis für seine Allianz mit Österreich. Frankreich schlittert ja in einen Krieg hinein und dieser Krieg verschlingt Unsummen. Man sollte diesen siebenjährigen Krieg eigentlich schon als einen Weltkrieg bezeichnen. Und Frankreich verblutet sich in diesem Krieg. Und ja, Habsburg hat es auch nichts gebracht, weil es also nicht gelungen ist, Schlesien zurückzugewinnen. Mitten im Siebenjährigen Krieg soll eine Hochzeit das Bündnis zwischen Österreich und Frankreich festigen. Es trifft Maria Theresias Sohn und Thronfolger Josef und Isabella, die Enkelin des französischen Königs. Also die Ehe Josefs mit Isabella war wirklich ein taktischer, politischer Schachzug. Denn das waren die mächtigsten Herrscherhäuser Europas. Und dementsprechend notwendig war auch der Pomp der Hochzeit. Der Hofmaler Martin van Meitens hat das Ereignis in mehreren Gemälden festgehalten. Bis heute zieren sie die Wände im Schloss Schönbrunn. Durch die Heirat sind die Habsburger nun mit einem Herrscherhaus verbunden, das in Frankreich und in weiten Teilen Europas regiert. Welche Wahl hatte Maria Theresia? Sie hatte keine. Die neuen Verbündeten waren die Bourbonen, Frankreich, Spanien, Italien. In diesen drei Ländern regierten Bourbonen. Außerdem konnten die Erzherzöge und Erzherzoginnen von Österreich keine einfachen Grafen oder Gräfinnen heiraten. Man musste andere königliche Kinder finden. 1763 endet der Siebenjährige Krieg mit dem Friedensvertrag von Hubertusburg. Das Dokument mit dem schweren Siegel liegt noch heute im Staatsarchiv in Wien. Österreich hat trotz der Allianz mit Frankreich nichts dazu gewonnen. Nur Friedrich II. Hat profitiert. Schlesien bleibt preußisch. Der Preußenkönig unterschreibt den Vertrag mit sicherer Hand. Aber alle, Friedrich II., Maria Theresia und der französische König, haben die Folgen der jahrelangen Kämpfe unterschätzt. Frankreich hat einen hohen Preis bezahlt, mit all den Opfern und auch materiell. Nun, die französische Revolution hatte auch finanzielle Ursachen. Das heißt, die Kassen waren leer und die Ernten miserabel. Also die finanzielle Misere machte dem Land zu schaffen. Man kann davon ausgehen, dass dies einer der vielen Gründe für die Revolution war. C'est une des multiples raisons de cette révolution. Schloss Tratzberg in Tirol. Die neu entdeckten Briefe der Habsburgerin an ihre ehemalige Hofdame Sophie Enzenberg offenbaren, was sie wirklich bewegte. Ein besonders gut dokumentiertes Ereignis: die Hochzeit des Sohnes Leopold mit Maria Luisa, der Tochter des spanischen Königs. Es ist die zweite strategisch wichtige Heirat zwischen Habsburgern und Bourbonen. Und sie soll in Innsbruck stattfinden. Ich bin überzeugt, dass Maria Theresia diese Hochzeit in Innsbruck feiern wollte, weil das Ehepaar Enzenberg dort lebte. Sie hatte vollstes Vertrauen zu ihnen und wollte sie wiedersehen. Und sie mit der Hochzeit ehren. Innsbruck war der Ort, an dem sie Personen hatte, die sie sehr mochte. Ein Jahr lang schickt sie Briefe mit genauen Anweisungen von Wien nach Innsbruck. Die Kaiserin höchstpersönlich kümmert sich um jedes noch so kleine Detail der Hochzeit. Die Kleiderordnung liegt ihr besonders am Herzen.
So verlangt sie etwa, dass die Reifröcke der Damen nicht zu groß sein sollen. Marie-Thérèse, entre le moment où elle arrive au pouvoir, Maria Theresias Haltung gegenüber Frauen hat sich in der ersten Hälfte ihrer Herrschaft verändert. Das ist sehr erstaunlich. In einem frühen Brief von 1741 schreibt sie, dass sich Frauen nicht in die Politik einmischen sollen. Aber ein paar Jahre später erkennt sie, dass sie Frauen für die Diplomatie einsetzen kann. Es gibt eine Notiz, die man schon fast als feministisch bezeichnen kann. Sie sagt, bei gleicher Fähigkeit wäre es nicht gerecht, Frauen von den Geschäften auszuschließen. Ja, ja, das sagt sie. Die Feierlichkeiten in Innsbruck verlaufen zunächst wie geplant. Das Fest dauert mehrere Tage. Am letzten Abend leidet der Kaiser plötzlich unter Atemnot und bricht zusammen. Maria Theresia hat sich da schon in ihr Gemach zurückgezogen. Sie ahnt nichts von der Tragödie, die sich in ihrer Nähe abspielt. Was ist passiert? Seine Majestät ist tot. Dick, bitte, ich möchte Ihnen diesen traurigen Anblick ersparen. Nein, ich will hinein. Bitte, Majestät, nein. Es ist zu Ihrem eigenen Besten. Maria Theresia lässt Franz Stephan in der Innsbrucker Hofburg aufbahren und eine Woche später in die Wiener Kapuzinergruft überführen. Die Liebesgeschichte zwischen Maria Theresia und ihrem Mann war echt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie diesen Mann von dem Tag an, an dem sie ihm das erste Mal begegnete, bis zum Tode geliebt hat. Aber auch er hat seine Frau geliebt, vielleicht nicht ganz so leidenschaftlich, aber er hat ihr immer größten Respekt gezollt und große Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um sie nicht zu verletzen. Aber trotz dieser Maßnahmen wussten alle in der diplomatischen Welt, dass er ein schlimmer Womanizer war. Aber meines Erachtens stellt das ihre Liebe nicht in Frage. Sie liebte ihn, sie hat ihr Bett mit ihm geteilt, sie hat ihr Leben mit ihm geteilt. Er war die Liebe ihres Lebens. Elle a partagé sa vie, c'était l'amour de sa vie. Nach dem Tod des Kaisers lässt sich die trauernde Witwe die Haare abschneiden. Mein Gemahl ist den 18. August 1765 gestorben, um 21:30 Uhr abends. Mein glücklicher Ehestand war 29 Jahre, 6 Monate, 6 Tage. Hörte also Jahr 29, Monat 335, Wochen 1540 Tage, 10.781 Stunden, 258.744. Und sie verteilt ihren gesamten Schmuck. Danke, Majestät. Aber bitte, liebe Mutter, bitte, seien Sie nicht so traurig. Bitte. Die Kaiserin verfällt in eine tiefe Depression. Das belegen die Briefe an Sophie Enzensberg. Meine liebe Enzensberg, ich besitze keinen einzigen Diamanten mehr. Ich habe alles verteilt. Während die elegante Welt in den kaiserlichen Appartements feiert, bin ich allein in meinem mit grauem Tuch bespannten Zimmer, nur mit 2 Kerzen. Alles, was einen Schatten von Freude hat, macht mich schwermütig. Und alles Düstere ist mir angenehm. Schlosshof in Niederösterreich. Für Maria Theresia ein Ort voller Erinnerungen.
Das Jagdschloss hat sie einst Franz Stephan geschenkt. Hier richtet sie sich Witwenappartements ein. Zahlreiche Gemälde mit den Familien ihrer Kinder zieren noch immer die Räume. Die Kaiserin hat sie im Alter malen lassen, als Beweisstücke ihrer erfolgreichen Heiratspolitik. Leopold mit seiner toskanischen Großfamilie. Maria Carolina mit Ferdinand von Neapel. Marie Antoinette mit Ludwig dem 16. Ferdinand mit Maria Beatrice von Modena. Und schließlich Maria Amalia mit dem Herzog von Parma. Es ist eben auch Diplomatie mit anderen Mitteln, weil sie einfach versucht hat, eben auf strategisch wichtigen Positionen Kinder zu haben und nicht Verwandte zweiten, dritten Grades, sondern einfach die eigenen Kinder, weil das ist doch, man sagt ja auch, Blut ist dicker als Wasser. Maria Theresia wird schon bald die Schwiegermutter Europas genannt. Mit ihrer Heiratspolitik sichert sie den Habsburgern für Generationen Einfluss und Macht. Durch ihre Kinder und deren Ehepartner ist das Haus Österreich mit halb Europa verbunden. ...1767. Ein weiteres Schicksalsjahr für die Habsburgerin. Die Pockenepidemie macht auch vor der kaiserlichen Familie nicht Halt. Tochter Maria Josepha erkrankt, kurz vor ihrer Hochzeit mit dem König von Neapel. Meine liebe Enzenberg, ich fürchte immer, dass meine Söhne auch noch krank werden. Und ich gestehe, dass ich keine Kräfte mehr habe, um noch einen Schicksalsschlag zu überleben. Das ist schon außergewöhnlich. Ich gebe Ihnen ein kleines Gegenbeispiel aus der gleichen Epoche. Die Königin von Neapel etwa hatte auch Kinder. Als die Mädchen krank waren, fuhr sie trotzdem einen Monat lang zur Jagd. Als eines der Kinder starb, kehrte sie nicht nach Hause zurück, um das Kind zu begraben. Kleine Kinder zählten zu dieser Zeit nicht viel. Und wenn ein Kind starb, sagte man, das ist ein Engel im Paradies, wir werden weitere machen. Für Maria Theresia hingegen zählte jedes einzelne Kind. Schönbrunn in den 1770er Jahren. Im Ostflügel des Schlosses residiert die Mutter, im Westflügel der Sohn. Josef II. Ist seit dem Tod von Franz Stephan Kaiser und Mitregent in den habsburgischen Ländern. Beide arbeiten oft bis in die Nacht hinein, meist gegeneinander. Josef II. Hat also versucht, das zu tun, was er wollte. Und Maria Theresia hat das hinter seinem Rücken versucht aufzulösen wieder und so zu machen, wie sie es gerne wollte. Und das hat ihn natürlich zum Wahnsinn getrieben, ganz klar. Wieder einmal droht ein Krieg. Diesmal geht es um Polen. Josef will militärisch eingreifen. Maria Theresia ist dagegen. Ihrer Freundin klagt sie. Sie werden in kurzer Zeit hören, dass man alle Truppen aus Italien und den Niederlanden für Ungarn kommen lässt, wo die Pest an die Tür klopft. Und in Böhmen und Mähren herrscht Hungersnot. Ich werde den Krieg, solange ich kann, verhindern. Aber wenn die Armee einmal versammelt ist, kann man kaum hoffen, sie aufzuhalten. Verbrennen Sie diesen Brief und sprechen Sie mit niemandem von dem Aufmarsch der Truppen. Verbrennen Sie diesen Brief und sprechen Sie mit niemand darüber. Hier haben wir einen Brief mit einem Staatsgeheimnis und die Gräfin hat ihn nicht verbrannt. Gut für uns, sonst wüssten wir es nicht. Die Kapuzinergruft in Wien. Das Familiengrab der Habsburger. Hier ist Franz Stephan beigesetzt, aber auch die sechs verstorbenen Kinder des Kaiserpaares.
Die Witwe besucht die Gruft regelmäßig, auch noch wenige Tage vor ihrem eigenen Tod. Maria Theresia war sehr einsam geworden. Und ich denke wirklich, dass die einzige Person, die sie noch an ihrer Seite haben wollte, ihre Freundin war. Mit ihr wollte sie den Rest ihres Lebens teilen, weil sie zusammen den Tod des Kaisers durchlebt hatten. Und diese Freundin war die Gräfin Sophie Enzensberg. Das Maria-Theresia-Denkmal auf der Wiener Ringstraße. Es zeigt eine Kaiserin in turbulenten Zeiten mit ihren Beratern und ihren Feldherren. Heute kennen wir auch ihre privaten Seiten. Sie zeigen eine Frau zwischen Pflicht und Neigung, zwischen Macht und Ohnmacht, als Majestät und Mutter. Sie ist die einzige Frau, die einzige Herrscherin ihrer Zeit, die alle drei Rollen der Frau gleichzeitig auszufüllen vermochte. Sie war absolutistische Herrscherin, sie war Mutter von 16 Kindern und sie war liebende Ehefrau. Und so dient sie uns heute im 21. Jahrhundert noch als eine Art Vorbild. 1770 nimmt die Kaiserin Abschied von ihrer Tochter Marie Antoinette. Au revoir. Gott schütze sie. Durch das Ehearrangement mit Frankreich verliert Maria Theresia ihr letztes Kind. Sie bleibt allein zurück. Seien Sie gut zum französischen Volk, damit man sagen kann, ich hätte ihm einen Engel geschickt. Meine liebe Enzensberg, jeden Tag werde ich trauriger. Mein Inneres braucht Ihre Hilfe. Ich verbleibe immer Ihre treue und ergebene Freundin, Marie Therese. Maria Theresia stirbt am 29. November 1780 in Schönbrunn. Die Französische Revolution erlebt sie nicht mehr und auch nicht die Enthauptung ihrer Tochter Marie Antoinette.